gibt wenige Städte, die von ihren Bewohnern so geliebt werden wie unser Hamburg. Und das liegt natürlich nicht nur an der Schönheit der Stadt, ihrer einmaligen Lage und ihrem vielfältigen Kulturleben. Es liegt auch daran, dass es immer einen festen Zusammenhalt zwischen den Menschen gab. Wir hier in Hamburg wissen, wer gemeinsam Erfolge feiert, hält auch in schwierigen Zeiten zusammen. Dafür standen auch immer die großen sozialdemokratischen Bürgermeister Hamburgs, wie Max Brauer, Paul Nevermann und Herbert Weichmann. Die Maßstäbe für eine sozial gerechte und wirtschaftlich erfolgreiche Politik in der Nachkriegszeit und den 60er Jahren setzten. Peter Schulz, Hans-Ulrich Klose und Klaus von Donani, die in den 70er und 80er Jahren die Stadt und den Hafen nachhaltig modernisierten und mit ihrer visionären Politik die Grundlagen für das starke Wachstum unserer Stadt legten. Henning Foscherau und Ortwin Runde, die in den 90ern Hamburg als Standort der Luft- und Raumfahrtindustrie ausbauten und deren Masterplan Hafen City bis heute das Stadtbild veränderte und das neue Jahrtausend einleitete für die Metropole an der Elbe. Diese ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten haben immer darauf geachtet, dass trotz der vielen Veränderungen das Wachstum der Stadt auch bei allen ankommt und nicht nur bei wenigen. Doch aus einer Politik für alle wurde eine Politik gegen viele. Ein Senat, der sich vor allem um die Reichen kümmert, lässt die Stadtteile auseinanderdriften. Der Verkauf der Krankenhäuser gegen einen eindeutigen Volksentscheid. Ein schlechtes Geschäft für Patienten und Krankenschwestern. Von Beust lässt grüßen. Die Einführung von Studiengebühren macht Bildung wieder abhängig vom Geldbeutel. Eine überforderte Schulsenatorin experimentiert mit den Kindern auf Kosten von Aufstiegschancen. Von Beust lässt grüßen. Es gibt keinen sozialen Wohnungsbau mehr, aber dafür höhere Mieten. Vom Klimaschutz wird viel geredet, aber gebaut wird ein gigantisches Kohlekraftwerk. Von Beust lässt grüßen. Kuriose Senatoren von Schill über Kusch bis Mettbach schädigen das Ansehen der Stadt. Die Armut in Hamburg wächst, vor allem bei Kindern und alten Menschen. Von Beust lässt grüßen. Er ist heute hier und morgen da oder taucht einfach ab. Am allerliebsten dort. Und da darf er auch gerne länger bleiben. Denn bald kümmert sich der erste Bürgermeister wieder um den sozialen Zusammenhalt und neue Arbeitsplätze. Bald sorgt der erste Bürgermeister für gebührenfreie Kitas und Hochschulen. Bald macht der erste Bürgermeister unsere Kinder wirklich fit für die Zukunft. Bald hört der erste Bürgermeister wieder auf die Bürger. Bald kämpft der erste Bürgermeister wieder für Zukunftstechnologien, für den Hafen und gegen überflüssige Privatisierungen. Bald setzt sich der erste Bürgermeister wieder für Gleichberechtigung ein. Bald kümmert sich der erste Bürgermeister wieder um bezahlbare Wohnungen. Bald macht sich der erste Bürgermeister wieder für alle Generationen stark. Bald sorgt der erste Bürgermeister dafür, dass diese Stadt wächst und zusammenwächst. Bald heißt der erste Bürgermeister Michael Naumann.